Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Petra und wie ihr unschwer sehen könnt, bin ich beim Mariners Kompass. Ich blende euch mal hier irgendwo das Anfangsvideo ein, wie ich das gemacht habe. Und das ist einfach mal das Update, wie weit ich bin. Ich habe das erste Jahr mit Freezer Paper gemacht. Das hat mir im Nachhinein nicht so gefallen, weil die Ecken sind nicht ganz richtig hier, aber ich lasse das jetzt so, ich mache das nicht nochmal neu und habe mich entschieden, es doch auf Papier zu nähen. Dafür muss man natürlich 8 solche Teile ausdrucken, 8 der großen und 8 von den kleinen. Es sind einfach mal 8 Blätter, aber man kann ja schon bedrucktes Papier nehmen, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. Hier von der einen Seite ist es bedruckt und von der anderen Seite noch nicht. So, und jetzt habe ich hier schon 2 dran genäht, 2 fertig. Das ist jetzt genau richtig. Und es kommt immer so. So, und es hat hier unten so kleine Ausschnitte, hier so und so. Und oben auch. Und das lege ich mir jetzt hier. Also das Rote kommt an dieses Teil. Also wenn man eins zusammengenäht hat, dann weiß man das. Anders geht es ja gar nicht. Das passt ja auch gar nicht anders. So. Und jetzt muss ich gucken, dass ich hier mit meinem Viertelinch lande. Und hier auch. Und dann mache ich mir hier einfach einen Wonderclip ran. Dann noch einen in der Mitte. Und richte es natürlich so aus, dass es hier auch gut geht. Dass es passt mit der Rückseite. Und hier oben darf es etwas überstehen natürlich, weil es wird ja umgedreht und dann habe ich wieder die Rundung, die ich brauche. So. Und jetzt nähe ich mir das hier entlang. Ich fange jetzt hier oben an. Behalte beim Zusammennähen auch meine Stichlänge von 1,5 oder je nachdem, wenn du mit 1 arbeitest, ist es noch präziser, aber auch sehr mühselig, dass es schiebt. 1,5 ist für mich gut. Und wie du vielleicht sehen kannst, ich nähe immer ganz knapp neben der schwarzen oder fast drauf. Also das ist ein bisschen Fingerspitzengefühl. So, so sieht es jetzt aus. Ich finde das schon richtig cool. Ich wollte es gar nicht ran heute, aber ich habe gedacht, jetzt mache ich. Ich habe es der Zuschauerin versprochen, dass ich das demnächst zeige. So, und jetzt muss ich. Nee, alles gut. So. Also wie das Einzelne geht, das habe ich jetzt nochmal in dem Video. Das verlinke ich euch nochmal. Wichtig ist, dass ihr oben die Spitzen habt. Die Teile, die Liste habt ihr auch. Es ist wichtig, dass ihr hier ein bisschen großzügiger arbeitet, hier nicht so knapp. Wenn das nachher nicht hier oben passt, das sieht unmöglich aus, kann ich euch verraten. So, ich bin jetzt beim letzten Teil hier angekommen, das ist mein letztes. Also das kommt jetzt hier so ran wie die anderen Teile auch. Passt ganz prima. Jetzt bügel ich mir das ganz kurz. Entferne meine Klammern jetzt hier. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Aber es sieht aus, als wenn es tatsächlich passt. Tatsache. Wow.